Ein Jahr geschafft und ein weiteres kommt. Nachdem 2022 bereits ein starkes Line-Up hatte, wird 2023 McCoy and Skyer, Lost Bell 6 und noch viel mehr ein mindestens genauso starkes Jahr. Deshalb denke ich, ist es Zeit, das Jahr Revue passieren zu lassen und gleichzeitig auch ein wenig nach vorne zu blicken. Ich habe bereits mein Jahr 2022 in einem kleinen Video zusammengefasst, sowie meine Top-Servants des kommenden Jahres, welches ihr in der Beschreibung findet. In diesem Video soll es aber darum gehen, was eure Highlights sind. Genau dafür gibt es unsere alljährliche Umfrage und in den kommenden Minuten schauen wir uns eure Ergebnisse an. Solltet ihr daran nicht teilgenommen haben, empfehle ich hier mal etwas genauer vom Kanal und unserem Discord vorbeizuschauen, denn bald ist es Zeit für die Rückkehr des Waifu- und des Bando-Kriegs. Vorneweg sei nur noch eine Sache erwähnt, dass wir immer nur die Top 3 vorstellen werden und bei Stimmengleichheit habe ich einen Vote abgegeben. Und damit starten wir auch gleich mit der ersten Frage. Ich wollte von euch wissen, mit welchem Event ihr am meisten Spaß hattet. Auf dem dritten Platz segelt das Nautilus Event. An der Seite unseres treuen Kapitäns erlebten wir ein Abenteuer in den Tiefen des Void Space und trafen auf die nette Goch sowie die liebliche Yang. Ein wahres Fest für Outer Gods, Foreigner Fans und alle, die Schiffe versenken mögen. Auf dem zweiten Platz haben wir das diesjährige Summer Event. Neben Geister- und Campgeschichten hatten wir viel Spaß mit You und weiteren Summer Servants. Waifus in Bikinis, das ist immer ein Win. Und natürlich Adult Hunts. Und euer Lieblingsevent 2022 mit 2/3 aller Stimmen war das Guda 5 Event. Mit Himiko, Nobukatsu und den Shinsigumis ergründeten wir die Geheimnisse von Yamato Kai. Ein großartiges Event, welches den Guda-Wahnsinn mit einer schönen Geschichte abrundete, welches besonders Nobukatsu in ein schönes Licht drängte. Die Raids, welche viel zu schnell weg waren, sowie das lohnenswerte FP-Gacha sorgten ebenfalls für großartige Unterhaltung, wie auch der phänomenale Soundtrack, weshalb dies euer Event 2022 war. In der nächsten Umfrage ging es darum, welcher euer Lieblings-Rerun war. Auf dem dritten Platz befindet sich Guda Final Hinoji. Auch wenn es, wie wir alle wissen, nicht das letzte Abenteuer unserer Raufbande war, hatten wir mit unserem Mamonobu und Kagetora einen tollen Trip. Susume! Silber geht an Summer Las Vegas. Viva Las Vegas! Das meines Wissens längste Event, was wir bis dato in FGO hatten, mit ganzen 3 Wochen, brachte uns erneut in die Glücksspielmetropole, wo wir mit unserer Hokusai zur besten Schwerkämpferin aufstiegen. Wie war das gleich nochmal mit Waifus und Bikinis, dass das immer geht? Tja, ihr seht es wieder. Dazu konnte man hier toll QP grinden und es gab einen letzten Blick auf unsere lieblingsverlorenen Daten. Platz 1 hat sich jedoch Oko gekrallt. Der Ladezeitsimulator, wo wir tief in den Tokugawa-Hort gestiegen sind, um uns der beste Kamo zu stellen, war euer Lieblings-Rerun des Jahres. Und für die, die Oku noch nicht erlebt haben, bekommt ihr voraussichtlich die 2024 mit der Einführung der Main Interlude nochmal die Chance. Die nächste Frage lautete, welche eure Lieblings-1-4-Sterne-Servants waren. Eigentlich sollte es wieder eine Kategorie für Free-to-Play-Servants geben, aber bei einem Ganzen wäre das wohl ein eindeutiger Sieg. Wenn wir schon mal beim Thema sind, sprechen wir doch gleich mal über den Lowstar. Platz 3 hat sich Oda Nobukatsu verdient. Unser langjähriger NPC, kleiner Bruder von Nobunaga, erschien nun endlich als Servant. Als One-Star-Nobu und Buster-Supporter sowie Selbstopfer fällt er auf. Des Weiteren war sein Wachstum in Guda 5 schön mit anzusehen. Platz 2 hat sich unsere unglaublich maskuline und in keinster Weise hübsche Canis erobert. Das ist ein wirklicher Mann. Der Summon vom Anführer Krypta spielte eine zentrale Rolle im 5. Lost Belt, wo sie Feind und Freund zugleich war und einen guten MC Muffix zu Tränen rührte. Und nicht nur, weil sie mich 500 Quads kostete. Während die anderen Plätze gerade mal so auf 30% der Stimmen kamen, hat mit überragend 60% sich den ersten Platz der Sturmbringer, Saito, geholt. Der coole, wie auch überarbeitet aussehendste Shinsengumi begeistert uns ebenfalls im Guda 5 Event, sowie als fantastischer Art Saber und auch, wenn man mal von den Memes absieht, ist er ein ziemlich cooler Dude. Und beim nächsten Thema ging es um eure Lieblings-5-Stars. Platz 3 geht an Ruler Himiko. Die Buster Creek Queen beehrt uns ebenfalls mit dem Guda 5 Event, welches wirklich ein starkes Line-Up hatte, wenn man sich die Platzierung bisher ansieht. Als toller Crit Supporter sowie Tank und natürlich als mega sympathische Dame ein verdienter Platz. Platz 2 geht an die gruseligste und betörendste Dame in Fate Cosmos, Session Kiara Summer. Die Moon-Cancer-Dame mit der coolsten Summoning-Animation war Teil des Summer Six Cast. Leute,
Es ist Kiara in einem Sommerkostüm. Das reicht eigentlich schon. Aber dazu noch als Cop und nicht ganz zu vergessen als fantastischer Arztlooper, welcher in CQ glänzt. Oh. Wenn jemals Christmas Kiara kommt, fürchte ich, dass die Menschheit untergeht. Aus Hornies! Und eine Überraschung sollte es nicht sein. Platz 1 geht selbstverständlich an den besten Servant im Spiel. Summer Abigail Will. Entschuldigung. Ich bin im Skript verrutscht. Aber trotzdem hat sie mehr Stimmen als Vitra, Sei und Dioscuri gesammelt. Wie geht das? Platz 1 geht selbstverständlich an Caster Artoria. Der Meta-Changer schlechthin, der Arts-Looping möglich macht, sowie Challenge-Quest teilweise relativiert, wird auch 2023 mit dem 6. Lost Belt ihr Story-Debüt geben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das aussehen wird. Als nächstes solltet ihr euch entscheiden, welche die beste Hauptkampagne des Jahres war. Wahrscheinlich zu niemandes Überraschung gewann mit mehr als 2/3 aller Stimmen Olympus. Das Finale des 5. Lost Belts stellte uns gegen die griechischen Götter sowie Kirishima Wartime. In den wohl am besten inszenierten Kämpfen schlugen wir uns durch harte Aufgaben sowie emotionale Höhepunkte. Und das leitet auch direkt zum nächsten Thema über, wo es darum ging, was eure emotionalen Höhepunkte waren. Hier kristallisieren sich die letzten Momente Wartimes Mechanis hervor, was ich komplett verstehen kann und mich persönlich mental gebrochen hat, sowie Musashis letztes Gefecht. In einer phänomenalen Szene wächst die Schwertkämpferin über sich hinaus und zerteilt die Leere und entfernt sich auf ewig von unserer Welt. Aber das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Und selbst wenn wir in ein anderes Spiel gehen müssen, wir finden dich. Während diese Fragen sich mehr um Servants und Events kümmerten, sind folgende Fragen mehr aufs Generelle gerichtet. Gleich geht es los mit dem Finanziellen. 20% haben es ohne finanzielle Ausgaben geschafft, während der größte Teil mit 25% zwischen 500 und 1000 Euro ausgegeben hat. Doch nicht zu übersehen ist, dass ein Viertel über 1000 Euro Ausgaben und ein Achtel sogar über 2000 Euro. Ich salutiere von euch und sage vielen Dank, dass ihr unsere nächste Anime-Adaption finanziert habt. Hier möchte ich nochmal den Vergleich zum Vorjahr ziehen. Während damals fast 50% nicht mehr als 100 Euro ausgegeben haben, ist dieser Anteil deutlich gefallen, während der Anteil der Spieler mit über 1000 Euro sich verdoppelt hat. It's Whaling Time, Baby! Nun ging es darum, was euch im Jahr am meisten gefallen und gestört hat. Auf der positiven Seite haben wir neben den tollen Momenten das Arts Looping, was wir einer gewissen Caster damit zu verdanken haben, was Farming enorm viel leichter macht und was dies noch besser macht, den Animationsskip, was ein Teil der vorgezogenen Quality of Life Updates sind. Großartig zu sehen, wie diese Verbesserungen immer früher scheinen. Auf der Gegenseite steht ein Castorer Gegner, ja es war wirklich nur einer, sowie die verständliche Abneigung gegenüber des Gacha-Likes. Doch der Hauptkritikpunkt war selbstverständlich die Preisänderung. Eine 30%ige Steigerung des Big Packs ist grenzwertig und überschattet den Global Release. Doch der Großteil von euch sieht diesen als sehr positiven an. Darum ging es in der nächsten Frage. Auch wenn natürlich die Preispolitik den einen oder anderen störte, war der Tenor eher positiv, dass man endlich offiziell spielen konnte. Für viele war dies auch endlich eine Möglichkeit, überhaupt mit dem Spiel zu beginnen. Und das ist, finde ich, das Schönste, was der Release mit sich gebracht hat. Nämlich, dass unsere schöne FGO-Community wächst. Danach solltet ihr das Jahr auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Etwa 10% waren aus verschiedenen Faktoren sehr unzufrieden mit dem Jahr. Dennoch geht der Trend eher ins Positive. Die meisten von euch haben mit einer 8 abgestimmt, was zeigt, dass das Jahr einiges zu bieten hatte. Und insgesamt haben 45% von euch mit dieser oder höher gewertet. Was für ein starkes Jahr spricht. Jedoch waren natürlich nicht alle glücklich, denn das Gacha sollte unsere nächste Frage sein, wo ihr sagen solltet, wie zufrieden ihr mit diesem wart. 38% von euch stimmten mit einer 4 oder weniger ab, was leider nicht so schön ist. Doch glücklicherweise lief es für die meisten von euch gut, weshalb ein Viertel mit einer 9 abstimmte, was also heißt, dass ein Großteil seine Ziele erreicht hat. Ihr wisst ja, wie es heißt, das Gacha nimmt genauso viel, wie es gibt. Aber für die, die schlecht abgestimmt habt, ich drücke euch die Daumen, dass ihr nächstes Jahr eine deutlich höhere Wertung abgibt. Danach solltet ihr entscheiden, welches uns am ehesten ein Gameplay-Upgrade verdient haben. Wir haben hier viele Vorschläge, von Salome über Saberless bis hin zu Rama. Aber diese drei haben die meisten Stimmen bekommen. Platz 3 geht an den Grandcaster Geronimo? Echt? Nun gut. Wenn einer ein Upgrade braucht, dann der Typ. Drei neue Skills wären schon mal nicht schlecht. So einfach, dass jeder seine Buffs einfach für 3000 Runden gilt und dazu jeder eine 100% Batterie bekommt.
Und selbst dann, glaube ich, das Gefühl, wäre immer noch Mittelmaß. Platz 2 hatte mein Bro Achilles Obert. Ihm könnte man ein verbessertes MP-Gain geben oder seine Rolle als Tank verbessern. Definitiv ein Sylvan, der sich das verdient hat. Er ist einfach zu cool, um nicht herauszustechen. Und Platz 1 ergatterte sich der Captain unseres Herzens und der beste Arts-AoE Saber, mit der Ausnahme von Nero, im Spiel. Ja, Muramasa, du hörst richtig. Saber Yasuo. Der Mann, der das Wort Angst nicht mal kennt, ist ein Battle Looper, welchen es leider doch deutlich an Damage fehlt. Ich persönlich hätte seinen letzten Skill entweder so gemacht, dass die Buffs auch für ihn selber gelten oder dass sie für alle Servants gelten plus nochmal für Argonauten, ähnlich wie bei Steno, was seine Supporter-Rolle nochmal stärker machen würde. Da viele Servants bereits lange auf dem Markt sind, wirken einige Animationen etwas altbacken. Bei der nächsten Frage solltet ihr deshalb entscheiden, welche Servants am ehesten ein Animationsupdate verdient hätten. Servants wie Rishkagel, Gilderay und vielen Dank an die eine Person, die mein Ricardo genommen hat. Ich hätte das nämlich auch gesagt, einfach weil es verdient hat. Doch diese haben nicht die meisten Stimmen bekommen, sondern die kommenden drei. Auf den dritten Platz haben wir die Lucha Libre Quetzalcoatl. Unsere gut gelaunte Riderin hätte auf jeden Fall ein kleines Update verdient, um ihre Messing Moves zu zeigen. Vielleicht kommt die sogar mit dem siebten Lostbelt. Daumen drücken. Silber geht an. Nein. Nein. Er ist schon wieder da. Habe ich alle Fans von ihm in der Community? Naja, so sehr wie er ein Gameplay-Upgrade benötigt, braucht er auf jeden Fall ein Animations-Update. Denn Geronimos sind etwas sehr altbacken. Da Lasagne sich scheinbar aber nicht bewusst ist, dass er existiert, sieht es eher schlecht darum aus. Und Platz 1 geht an die ungeschlagene Top-Waifu Jean-Alta. Nachdem wir Gott sei Dank ihr Shinjuku-Kostüm bald bekommen werden und sogar ein Gameplay-Upgrade, wäre jetzt noch ein paar neue hübsche Animationen genau das Richtige. Entwickler, gebt der Jalta-Community, was sie wollen. Sie sind einfach zu mächtig, um sie zu ignorieren. In JP haben wir mit dem neuesten Color-Event Learning with Manga ein kritisch beurteiltes Event bekommen, da Fate und Tambu doch zahlreiche fantastische Franchises haben. 68% von euch waren hiermit ebenfalls nicht zufrieden und wünschen sich scheinbar etwas anders. Und wenn es um was anderes geht, dann sollte die nächste Frage mehr Ausschluss darüber geben. So eine Umfrage sollten sie mal machen und auf das sollten sie auch mal hören. Auf dem letzten Platz hat es übrigens Fate Carnival geschafft. Und damit wisst ihr schon mal ganz sicher, welches Event wir 2023 in JPS Collab Event bekommen. Aber um mal richtig zu starten, der drittmeist gewünschtes Collab Event würde an Fate Hollow Atraxia gehen. Die Fortsetzung von Stay Night würde uns nicht nur alte Bekannte mitbringen, sowie Charaktere, die wir bereits in anderen Formen kennen, wie Khan, sondern natürlich auch noch einige spannende neue Konstellationen. Platz 2 geht an Tsukime. Nachdem die Community nach jahrelanger Wartezeit endlich ein Remake bekommen hat und Ark inzwischen ein spielbarer Charakter ist, was eigentlich niemals geglaubt wurde, waren die Chancen noch nie besser, dass das Unmögliche wirklich wahr wird. Platz 1 geht natürlich an Fates Wind Fake, welches bereits 2020 auf dieselbe Frage hin gewonnen hat. In einer perfekten Welt bekommen wir in diesem Jahr eine fantastische Adaption mit Wisp of Dawn, welche fortgeführt wird, und ein Collab-Event mit etlichen Servants wie Dymes oder Alcades. Doch sehen wir der Realität ins Auge. Es wird Fate Carnival. Ich mag nicht Rage Scooter Core Servant haben. Danach konntet ihr euren Wunsch äußern, welcher Lost Belt eine Anime-Adaption am meisten verdient hätte. Mit überragenden 60% gewinnt hier der kommende 6. Lost Belt, was natürlich einiges an Hype verspricht für dieses Jahr. Danach kommen mit dem 5. Lost Belt Olympus sowie dem 1. Anastasia punktgleich die beiden anderen. Übrigens, Sin hat keine einzige Stimme bekommen. Und was das wohl liegt? Und vielleicht die wichtigste Frage, wie lange denn unsere Gacha-Hölle noch anhält? Da der 7. Lost Belt ansteht und wie es danach weitergeht ungewiss ist, handelt es sich hier um eine gar nicht mal so unwichtige Frage. Dass es nach diesem direkt zu Ende geht, glaubt niemand von euch. Der Großteil mit 40% ist der Überzeugung, dass es noch 4-6 Jahre weitergeht, was also noch für einen dritten Akt passen würde. Und knapp 35% glauben sogar, dass das Abenteuer noch 10 Jahre oder länger läuft. Das sind die Leute, welche daran glauben, dass es nie endet. Die Gacha-Hölle! Schließlich noch zu einem Ausblick auf das kommende Jahr. Beim nächsten Thema wollte ich wissen, auf welches Event ihr euch am meisten freut. Auf dem dritten Platz hat es zum Guska geschafft. Die Finalschlacht gegen Beast 4 an der Seite eines sehr coolen Rider sowie kurzzeitige Raids scheinen euch zuzusagen. Platz 2 geht an Guda 6,
Mit dem Inspektor-Duo Ryoma und Oryo geht es auf die Suche nach einer verschwundenen Nobu. Zur Seite stehen uns die bekannten Guda-Charaktere sowie eine neue, quirlige Castedame. Und es ist einfach Guda, das ist immer gut. Platz 1 geht selbstverständlich an Summer 6. Das Caldea Summer Adventure, welches uns mit Wolf of Da Vinci durch verborgene Welten schickt, hat nicht nur einen Cast an exzellenten und natürlich hotten Summer Servants, sondern auch noch eine halbe Lotto enthalten. Für alle Gacha- und Farming-Spieler ist also etwas mit dabei. Danach ging es ums Eingemachte, und zwar eure Lieblings-Foster-Servants. Ich betone, dass Platz 4 an Habertok geht. Wieso ich das sage? Naja, dass einen gewissen Trend zu einer kommenden Kampagne aufzeigen sollte. Bronze geht hier an den guten Percival. Als exzellenter A-Super, Chant-Quest-Servant sowie Ritter der Tafelrunde hat er einiges im Petto. Silber hat sich Fairy Knight Tristan gekrallt. Ein weiterer Rossbell 6 Servant, welcher als Single-Target-Archer einiges an Utility bietet und dieses Jahr, da gebe ich euch Brief und Siegel, eine Summerform bekommt. Und Platz 1, was mich doch gewundert hat, da ich eher auf Boba gesetzt hätte, gewinnt mit nur einer Stimme Vorsprung Fairy Knight Barges. Die zierliche Dame, welche, wer hätte es gedacht, aus Lostbell 6 stammt, hat ein nettes Heal-Gimmick, welches sie in gewissen Kämpfen nahezu unsterblich macht. Barges ist halt einfach eine wahre Dame, die nur wirkliche Experten zu schätzen wissen. Danach ging es um eure Lieblings-5-Star-Servants. Überraschenderweise hat es Morgan nur auf Platz 5 und Musa Masa nur auf den 4. geschafft, denn davor hat sich den 3. Platz Fairy Knight Lancelot gesichert. Die süße kleine Dame, in der ein nicht ganz so süßer und eher zerstörerischer Drache steckt, ist der beste Lancer im Spiel. Während sie als Single-Target-Einheit schon sehr gut ist, ist sie mit den neuen Buster-Supportern der beste AoE-Farmer im gesamten Spiel. Man sollte eben nicht immer nach dem Äußeren gehen. Doch damit sie ihr wahres Potenzial erreicht, benötigt ihr Platz 2, Koyanskaya of Light. All hail to Buster! Die Heilbringerin der roten Materie bringt uns neben ihrem Fluffy Tail, der man natürlich streicheln muss, auch die Möglichkeit des Buster-Reloadens und setzt damit den neuen Maßstab fürs Farming. Doch euer meisterwarteter Servant des Jahres ist jemand anderes. Platz 1, Oberon. Der erste Pretender im Spiel ist Vayva auf dicken Steroiden. Mit einem dritten Skill, welcher euren Schaden in die Million bringt, ist er ein essentieller Baustein für jegliche harte Challenge Quest, sowie harte Farming Notes. Und als zentraler Charakter im 6. Lost Belt wird er uns auch dort erwarten. Wie man natürlich sieht, gibt es einen gewissen Trend bei euren Highlights 2023. Das spiegelt sich auch in der nächsten Umfrage wieder, wo ihr eure Highlights angeben solltet. Einige freuen sich auf das zweite Free 5-Star Ticket, was wir zum Jubiläum halten. Und ein Fünftel auf das Buster Meter rund um Koyanskaya und Oberon. Doch für die Hälfte von euch ist das absolute Highlight der 6. Lost Belt. Das ist auch bei der nächsten Frage zu sehen, wo ihr angeben solltet, auf welches Hauptkapitel ihr euch am meisten freut. Während Tunguska keine einzige Stimme erhalten hat, bekam Lost Belt 6.5 knappe 10, der laufende 7. Lost Belt etwa 20% und Avalon mehr als 2/3 aller Stimmen. Und schließlich noch zu eurer Gesinnung. Im ewigen Krieg zwischen Buster, Arts und Quick hat Arts wieder deutlich gewonnen, während Quick und Buster punktgleich sind. Aber es ist ein großer Sieg für Quick, welches letztes Jahr noch abgeschlagen letzter war, mit nur 12%. Ice Cream Queen macht eben Quick great again. So, meine lieben Leute, das war unsere Umfrage zum Jahr 2022 mit einem Vorausblick auf 2023. Ja, was haltet ihr denn von dem Ergebnis? Ich meine, klar, es gibt ein paar, sag ich mal, Gewinne, die schon vom Vorhinein klar waren, wie natürlich die ganzen Lost Belt 6 Servants. Trotzdem hat es mich sehr überrascht, dass Muramasa also morgen es nicht geschafft hat. Ich war sehr überrascht, wie gut Gude überall abgeschnitten hat, was man die natürlich freut. Und natürlich muss ich noch erwähnen, dass bei den 5-Star-Ticket leider Jack de Molay keine einzige Stimme bekommen hat. Tut mir leid für die. Na, liebe Leute, ich sage zumindest vielen Dank für ein tolles Jahr 2022 und ich hoffe, wir sehen uns 2023 frisch gestärkt wieder. Sollte euch diese Umfrage gefallen haben, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich denke mal, wir werden zum Jubiläum wieder eine große machen, wo es dann wieder ein Waifu und Disbande War Battle gibt und natürlich dann auch wieder zum Ende des Jahres. Zumindest sollte euch dieses Format zusagen. Nun gut, liebe Leute, dann verabschiede ich mich. Ich bin ready für 2023. Ich hoffe, ihr seid es genauso gut auch. Und deswegen sage ich auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich war's, Simafix. Ciao!